Uploading global position. Position identified. Initiating party sequence. Party sequence initiated. Commence party introduction. You're about to witness perfection. Servus und Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dem ersten Podcast auf meinem Kanal hier. Heute geht es um das Thema, ja, Microsoft kauft Minecraft oder eher gesagt Mojang, die Firma, die Entwicklungsfirma, die Minecraft produziert hat oder entwickelt hat oder was auch immer. Mit dabei sind heute der Pecky vom PVN. Hallo. Der Felix von X-Live oder X-Live Felix, je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Eigentlich von dir, aber oh, hallo. Der Tobi von Sony Styles Gaming. Hallo, sind Leute. Und natürlich ich, der Dennis, der Silent Media von Silent Media. So. Ja, wie ihr ja alle mitgekriegt habt, jetzt vor kurzem. Ich glaube, da hat jemand was zu sagen. Ja, Felix? Ich hab mein Kopf in die Wand gehauen. Oh Gott, ey. Deswegen, du hast mich Kopf. Jetzt dachte, Dennis! Mal rein. Mein Gott, Alter, es ist so schlimm. Ich hasse es. Warum machen wir es? Oh. Warum? Der Dennis, das hat angefangen mit dem. Ich darf das nicht mit Game Talk vergleichen. Ja, das ist die Sache. So wie es uns mit Game Talk nennen. Ich muss mich schon daran Podcast. Podcast. Ist ja im Grunde eine andere Art von Game Talk. Ich verstehe die ganze Zeit. Das will ich mal dazu gesagt haben. Wir haben ja schon mal Game Talks gemacht. Und das Thema war halt hauptsächlich Spiele. Was ist Podcast in diesem Fall allerdings? Habe ich mir gedacht. Podcast ist in diesem Fall mehreres. Es kann ein Thema enthalten, das vorgegeben ist. Es kann aber auch mal freiere Themen geben bei anderen Podcasts. Heute geht es natürlich um Minecraft. Es ist natürlich auch wieder ein Spiel. Aber es ist kein Game Talk, weil das Podcast mehrere Nummern hat und das auch nicht unbedingt über Spiele gehen muss. Es kann auch andere Themen haben in Zukunft. Mann, ich will nicht lachen. Okay. Du warst dagegen, Dennis. Felix, du darfst ruhig lachen. Es ist nicht so, dass es verboten wäre. Ja, aber das klingt scheiße, wenn du deinen ersten Podcast machst und ich am Anfang die ganze Zeit nur rumlache und mein Kopf gegen die Wand hau. Das ist doch deine Sache. Das ist super. Ja, du bist dann Dennis, aber bitte die Podcaster, das Podcast-Fail Nummer 1 in den nächsten Podcast, den du das aufnimmst, das ist Podcast Nummer 1. Was? Es ist Podcast Nummer 1 mit Fehler, Punkt. Einfach mit Fehler Outtakes. Für Felix oder Fehler? Einfach mit Outtakes. Oh, nee, ey. Also, ja gut, also gut, Microsoft und Mojang ist das Thema. Mojang, also das Entwicklerstudio, wurde von Microsoft aufgekauft, wie man ja mitgekriegt hat, für ein bisschen Geld. Ich glaube, das waren 2,5 Milliarden. Ein bisschen? Das ist sogar mehr, als hier Facebook für die Oculus Rift bezahlt hat. Also auf jeden Fall waren es 2,5 Milliarden, glaube ich. Mhm. Und ja, wie ihr weiß, es ist natürlich alle Mitarbeiter, alle anderen Spiele von Mojang rübergegangen. Also Squares, Cobalt und alles, was Entwicklung ist. Und Minecraft natürlich auch. Und jetzt gibt es natürlich den großen Streit. Wird Microsoft Minecraft kaputt machen? Mhm. So, eure Meinung in die Kommentarebox da ist, unten. Auf Hosenhöhe. Thema, naja, es... Ich denke... Okay, ich überlasse es dir den Vortritt, Becky. Nee, es ging mir nämlich darum, weil du hast ja wegen der Übernahme erzählt, Felix, ja. Es sind aber auch sehr viele Personen schon ausgestiegen wegen dem Projekt. Der Markus Person ist doch auch ausgestiegen, oder? Das ist der Typ, der das verkauft hat. Nee, also ich habe nur nochmal nachgelesen. Also es ist ganz einfach. Der Markus Person, Pearson? AKA Notch. Okay, Notch hat seine Firma im Grunde komplett an Microsoft verkauft. Das Einzige, was noch dazu passiert, ist, dass er selber aus dieser Firma ausscheidet, also aus Mojang raus. Er macht sein eigenes Ding und zwei weitere Mitarbeiter, ich glaube, das ist zum einen der CEO und noch irgendwer, die, sag ich mal, auch an oberer Stelle sitzen. Nee, die gehen auch. Die Gründer einfach, oder? Ja, ich glaube, der eine ist der Mitgründer und der andere ist der neue Chefentwickler von dem Spiel Scrolls, an dem sie gearbeitet haben. Ach stimmt, ja, Dennis, nachdem jetzt ein Podcast, dann darf ich ja live googeln. Das waren hier Karl Money und Jacob Porce. Okay. Ja, genau. Die auch rausgegangen sind. Das waren auch Mitgründer. Warte, was? Nee, doch nicht. Jedoch, das ist die Gründer, Markus. Jeb sollte aber noch drin sein. Karl Männer und Jacob Porce, das sind die einzigen hier, die nur hier stehen. Wer ist der? Jens Bergensen. Der sollte noch drin sein. Jens Bergensen.
Drecki, sag mal grad was. Hä, was denn? Okay. Zu Bürgensen? Jens, nee, Bürgensen, also. der ist auch mit Hauptentwickler von Minecraft. Ja, und der ist noch drin. Glaube ich. Moment. Ja, also auf seinem Twitter steht nichts. Ich habe es schon ganz genau durchgelesen. Das letzte war vor zwei Tagen, vergessen. Steht. Ja. Kurzzeitgedächtnis. Yay! Auf jeden Fall wurde Mojang übernommen, vielleicht sind zwei Leute gegangen. Notch auf jeden Fall, weil der möchte ja nichts mehr Großes haben. Und der ja, ich finde das sowieso sehr interessant. Er sieht ja Minecraft nicht als wirklich erfolgreiches, in dem Sinne für ihn erfolgreiches Projekt an, sondern er hat sich immer darunter irgendwie, er sagt es selber ja von sich aus, dass er Minecraft so ein bisschen wie so eine Zwinge, weißt du, für ihn ist, dass ihn daran hindert, andere Projekte ordnungsgemäß durchzuführen, mhm. weil einfach dieser Erfolg von Minecraft da ist. Natürlich erwarten dann die ganzen Leute, dass er natürlich den nächsten großen Blockbuster rausholt. Ne? Blockbuster. Ja. Ja, okay. Der war gut, Mann. Hm. Ja, und auf jeden Fall, er ist jetzt vom Mojang weg. Und er möchte keine berühmten Spiele mehr haben. Und er entwickelt zwar jetzt weiter, aber wenn das Spiel irgendwie berühmt wird, dann wird er es direkt wieder weg haben. Ja. Bin ich auch irgendwie bekloppt. Ich meine, die Sache ist ja die, aus meiner Perspektive, verständlich, dass er diesen Zwang und allgemein, dass er das alles nicht tragen konnte, finde ich verständlich. Es geht ja nicht ums Geld, aber wenn ich so darüber nachdenke, wenn er Spiele entwickeln möchte und diese halt nicht für die Menge freigeben möchte, ja, dass halt zum Beispiel man sagt, er hat jetzt ein neues Spiel irgendwie erstellt, das geht auch gut durch die Mengen, weil das Spiel gut ist, und dann sagt er, nee, das hat jetzt zu viel Erfolg, Ende. Ja, wäre auch eigentlich bescheuert, um ehrlich zu sein. Man möchte ja die Produkte oder ja Produkte, die Spiele halt für die Leute zur Verfügung stellen, damit die ja zocken können. Und wenn sich das halt so verbreitet, ist es ja dann. Ja, ich bin mir in diesem Punkt nicht ganz sicher, weil wenn ich habe hier was zum Kleinigkeit und ich zitiere einfach mal. Er habe sich selbst nie als richtiger Spieleentwickler angesehen, so Person, und wolle sich zukünftig lieber kleineren Web-Experimenten und Ludum Dares widmen. Minecraft sei ein Zufallsprodukt gewesen und wenn er jemals wieder etwas entwickeln sollte, dann das einen ähnlichen Erfolg verspreche, werde er es sofort einstampfen. Nein, auch nur beim kleinsten Erfolg, Dennis. Also, ja, Publicity. Das weiß ich nicht, ob das wirklich. Nee, einen ähnlichen Erfolg. Das ist ja. Das ist ja. Wir reden hier nicht von kleinen Erfolg, sondern wirklich von diesen. Ich meine, Minecraft ist ja ein riesengroßes Projekt. Das ist ja. Das hat ja Umfang mittlerweile angenommen mit den ganzen Updates, seit der Alpha, seit der Beta, seitdem es rausgekommen ist. Da ist ja Unmengen an Geld geflossen, ob das hin rein oder Ausgaben oder Einnahmen oder sonst was gewesen ist. Der hat bestimmt eine Menge Geld daran verdient, klar. Aber das ist natürlich ein riesengroßes Mammutprojekt. Und als eigenständiger kleiner Entwicklungsstudio wie Mojang, das jetzt in dem Fall war, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Es war eigentlich irgendwo klar, dass irgendwer sich dafür, also dass sich alle dafür interessiert haben werden dürften, ist klar. Aber warum meint ihr ausgerechnet, dass jetzt Microsoft sich dafür interessiert hat? Microsoft war ja immer sowieso im Kontakt mit Mojang gewesen. Die waren ja die ersten, die diesen Konsolenvertrag hatten. Nee, Xbox hatte vorher, oder? Also die hatten ja schon. Ist doch Microsoft. Ja, stimmt ja. Fuck. Ja, das hat verwechselt. Ja, Genius. Ja, das ist so. Genius. Ja, Entschuldigung, ich interessiere mich absolut nur für Konsolen. Ja, wir haben keine Konsole. Ich habe sogar eine. Ja, ich habe auch eine, ja, PS2. Ich habe eine PlayStation 3. What? Ja, ich habe meinen Dad dazu überredet, ja, dass wir den besten Blu-ray Player überhaupt holen. Wenn wir jetzt schon 3D-Fernseher haben. Okay. Nein, also mal ohne Spaß, das ist der beste Blu-ray Player. Er hat die stärkste CPU und so weiter drin. Wie gesagt, zu den anderen. Ist auch klar, dass er der beste ist, weil Blu-ray Player wurde ja damals von Sony entwickelt. Ja, das muss jetzt nicht damit zusammenhängen. Na egal, das ist aber auch nicht das Thema hier. Also gut. Ja, aber. Wir wissen jetzt, Felix hat eine PS3. Ja, okay, ich halte nicht viel von der. Außer Little Big Planet, das okay. Ist cool. Also gut.
Ja, aber nein, ich glaube, Microsoft hat sich's einfach gekauft, Minecraft, aus dem einfachen Grunde. Die haben jetzt unter anderem auch ihren neuen CEO bei Microsoft. Microsoft will natürlich von ihrem alten Image wegkommen, dass die 5 Jahre noch an Trends glauben, die überall sind und kein Mensch sich mehr für sowas interessiert und was auch immer. Und die wollen natürlich immer von ihrem Image, was sie jetzt haben, so ein bisschen wegkommen. Und mal ein bisschen mit was Neuem und was Erfolgreichem scheinen bestimmt. Und vor allem auch Microsoft als Spiele-Publisher. Und ich meine, wenn die dann Minecraft haben, das ist eine schöne Sache, Minecraft zu kaufen. Ich glaube, Notch hat ja schon länger drüber nachgedacht, Minecraft zu verkaufen. Und Microsoft hat bestimmt daran Interesse gehabt, weil, wie gesagt, die wollen natürlich auch mal erfolgreiche Spiele haben. Da bietet sich Minecraft dann natürlich an. Ja. Das da mal richtig einzutüten. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass Minecraft untergehen wird, weil Microsoft will ja, dass Minecraft lebt. Die wollen ja Geld davon verdienen, oder? Wenn die jetzt Minecraft einfach kaputt machen würden, da haben die doch nichts von. Das sind 2,5 Milliarden zum Fenster rausgeworfen. Das ist Schwachsinn, sowas würden die nicht machen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einfach mal, sag ich mal, in den Müll geschmissen wurde oder so. Ich wette, die machen da einiges Gutes mit. Wie wird der Tobi? Ich finde es ein bisschen beschiss, dass man 2,5 Milliarden rausschmeißen muss, dass Microsoft dann Minecraft also Mojang eben übernimmt. Also das gefällt mir nicht so, Microsoft ehrlich gesagt sein. Naja, die haben das Geld. In welcher Hinsicht? Ja, nee, generell so fällt mir das nicht so gerne. Ja gut, also wenn man das mal so vergleicht, wie das Startup-Unternehmen von Oculus Rift, das jetzt von Facebook aufgekauft wurde, haben die auch für 2 Milliarden US-Dollar gekauft. Mhm. Ja, muss man mal so vergleichen. Das ist eine ganze Hardware in dem Sinne gegen eine kleine Software-Schmiede, die eigentlich keinerlei Zukunftsaussichten hat oder keinerlei Potenzial in dem Sinne, sondern nur eine einzige wirklich große Marke. Und das ist Minecraft. Und das heißt schon so einiges. Ja, die wurde ja über 1,5 Millionen Mal verkauft. Ja. Oder hier letztes Mal die Übernahme von Amazon mit Twitch und so. Nur Milliarde. Das sind überhaupt nicht vergleichbare Zahlen irgendwie. 16.818.000 Mal wurde Minecraft verkauft. Ja, und die Zahl steigert sich. 2,5 Milliarden. Die steigert sich, ja. Jetzt hat jemand Minecraft gekauft. Ja. Natürlich steigert sie sich. Und, warte, gleich wieder. Jetzt schon wieder einer. Jetzt ja, schon wieder. Okay. Jetzt schon wieder. Das sind jetzt schon 60 Euro. Jetzt sind 80. Ja, ist 100 Dollar. Du kriegst da pro Sekunde kriegst du da 20 Dollar. 120. 130. So ein Kurs will ich auch mal haben. Ohne Scheiß. Jede Sekunde 20 Dollar kriegen? Ja, damit. So, aber ihr müsst euch jetzt... Weißt du, was lustig war? Die haben ja so einen Count auf der Website, auf Minecraft.net gleich. Ja. Als Minecraft neu war, also wo es richtig geboomt hat, da hättet ihr mal auf die Seite gehen müssen, da ist es so runter gerade. 100. Die ganze Zeit so, das war krass. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja gut, also gut. Microsoft hat jetzt Mojang gekauft. Was glaubt ihr, wird Microsoft jetzt mit Mojang anstellen? Ich hoffe irgendwas verbessern. Irgendwas verbessern? Okay, sie machen die Türmechanik ein bisschen besser. Reicht das für dich aus? Ja, ich hoffe mal, dass man die Türen auch so einem 45 Grad öffnen kann. Nee, ich weiß was. Also, entsprechend des Mausrads. Also der Winkel, ne, je nachdem wie du den Mausrad halt hoch und runter scrollst, ändert sich der Winkel von der Tür. Ja. So, das ist jetzt also dein Wunsch an Microsoft, dass sie verbessern sollen. Ja, was denn? Ihr seid alle angesprochen. Komm. Nein, also was ich hoffen würde, das hätte ich aber auch genauso von Mojang gehofft. Also ich kann nicht sagen, dass Microsoft die einfach weiterentwickeln lassen wird. Die bei Mojang werden schon selber wissen, was die tun. Die werden selber mal noch eigene Ideen haben und weiterentwickeln. Vielleicht sagt ja Microsoft mal, ach, es wäre doch mal cool, wenn ihr das einbauen könntet, so hust, hust, macht doch endlich. Ja, und dass das dann reinkommt. Und
Ansonsten, auf was ich schon immer hoffe bei Minecraft, es ist zwar ziemlich moddingfreundlich, das ist bei Minecraft echt der Hammer. Die haben ja auch schon den Typen die haben ja schon Minecraft Coder Pack, den Typen, übernommen, bei sich eingestellt, dass er das schnell rausbringt. Bei Minecraft Coder Pack, das, also ihr wisst ja, die können ja Minecraft, das ist ja ein Spiel, was du kaufen musst, nicht einfach Open Source machen, dass jeder den Quellcode sieht. Aber deswegen haben die ja einen Typen eingekauft, also der hat das früher so ein Hobby gemacht, der etwas programmiert hat, mit dem du das Minecraft, die Jar, wieder in Quellcode übersetzen kannst. So, und den, der ist jetzt bei denen eingestellt, und wir zahlen sie auch. Warum? Ja, natürlich, dass die Leute Mods machen können. Deswegen gibt's sowas. Das heißt, so viel wie Minecraft stellt den Source Code zwar zur Verfügung, aber nicht offiziell. Irgendwie komisch. Aber ich wollte damit hinaus darauf, dass Minecraft ziemlich moddingfreundlich ist und auch das selber sieht, diese, ja, Möglichkeit. Und ich fände es halt nur cooler, wenn die das noch moddingfreundlicher machen. Dass die Modder es noch leichter sind, was heißt noch leichter haben. Das Problem ist halt nur, dass die meisten das einfach nur als Hobby machen. Und zum Beispiel Forge Modloader, darauf laufen ja alle Mods. Es ist ein Haufen Zeug, was da drin ist, und das ist von ein bis zwei Personen gemacht. Wenn die das für die noch ein bisschen leichter machen, das, weil wenn du als Modder mal da reinschaust in die Szene, ein bisschen reinschnupperst, dann fällt dir auf, dass es erst so eine halbe Ewigkeit dauert, bis du überhaupt mal Mods machen kannst für die aktuelle Minecraft-Version, weil die dann immer so lange hinterherhängen. Und das würde ich mir wünschen, dass es einfach noch moddingfreundlicher ist, obwohl man sowas einfach nicht erwarten kann. Okay, wir haben den Punkt verstanden. Du willst also, dass das Ganze moddingfreundlicher wird, damit das einfacher ist, die ganzen Mods einzupflegen und welche zu erstellen im Grunde. Ja, mehr oder weniger. Mhm, gut. Mhm. Dann eine andere Sache. Und zwar, nein, nicht ganz anders. Du redest ja von gerade von Mods. Bucket. Ihr kennt das ja, wenn ihr einen eigenen Server aufsetzen wollt, ihr könnt natürlich den Vanilla-Server benutzen von Minecraft selbst. Ja, scheiße. Oder, weil man einfach die Server, sag ich mal, aufbessern möchte oder durch diverse Funktionen erweitern möchte oder sowas wie zum Beispiel Plugins. Zum Beispiel das oder auch andere wie zum Beispiel World Edit. Genau, zum Beispiel. Oder aber auch PvP-Arenen, andere Fun-Plugins, falls ihr einen größeren Server aufbauen wollt mit 20.000 Slots, wo ganz viele Leute drauf spielen können und alles mögliche, kennt ihr alle, zum Beispiel alleine, Paradebeispiel, Hive, keine Ahnung, wie heißt der andere Server? Gomme? Nicht Gomme, ich rede von einem internationalen, auf dem ich mit dir gespielt habe, mit Draw, Mindplex, genau. Oder das Shotbow Network. Shotbow, diese Server halt. Die arbeiten natürlich alle mit Craft Bucket, aka Bucket halt, was für Server ist, wo man dann sich Plugins installieren kann. Plugins braucht nur der Server, der Client muss sich nichts herunterladen. Zur Erklärung vorneweg für Leute, die es nicht wissen. Plugins sind echt was Schönes, weil wenn man mal damit gearbeitet hat, du kannst ein Geldsystem einbauen, dass Leute, wenn sie nur die ganze Zeit Erde abfarmen, die Erde verkaufen können und sich davon irgendwie nach 30.000 Erde in Dia kaufen können. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Kann man sich alles reinhauen. Eine dynamische Map, dass du im Internet siehst, wo sich gerade wer auffällt und was macht. Oder diverse Spielmechaniken, die das Ganze so ein bisschen aufwerten, zum Beispiel Jump Pads oder irgendwelche Flugzonen oder Teleportationen von einem Platz zum anderen oder Mob-Arenen. Ja, genau, das Spawn-Mechaniken oder dass du irgendwelche, ich sag mal, Adventure Maps zum Beispiel bauen kannst mit erweiterten Rechten, Funktionen und so weiter. Ja, und ja. Becky ist total gelangweilt. Ja, sowas halt. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist natürlich jetzt dadurch, dass Minecraft aufgekauft wurde, also Mojang von Microsoft, dass jetzt auf einmal ein riesengroßer Aufruhr in der Bucket-Welt aufgekommen ist, weil angeblich ein Teil des Codes zum Beispiel jemanden gehört, der jetzt, sag ich mal, mit der Firma mit zu Minecraft. Nee, das ist nicht das Problem. Das hauptsächliche Problem war irgendwas. Soweit das Gerücht, irgendwie ein paar. Entschuldigung. Ja, also. Oh mein Gott, ich bin gerade auf craftbucket.org gegangen. Oh mein Gott. Tut euch das nicht an. Aber hier ist der Link. Nee, natürlich meinte ich bucket.org. Das war so, also. Irgendwie gab es da Missinformationen von Microsoft-Seiten aus. Und Microsoft-Seiten, ist das so? Ja,
laut den Abschiedspost von, keine Ahnung, hier nehmen wir mal M. Baxter, dass die halt da irgendwas falsch hatten und dass die dann nicht mehr weitermachen wollten. Unter anderem. Und aber auch sehr großes Problem war, dass jemand, ich möchte es jetzt mal ganz kurz anmerken, vor 2 Jahren, ja, lasst es euch auf der Zunge gehen, vor 2 Jahren auf GitHub einen Open Source Projekt mit einer Creative Commons Lizenz 200 Zeilen Code gegeben hat, die jetzt wegen seiner Lizenz down gemacht hat. Du kannst nirgendwo mehr Bucket runterladen. Tja, und damit sterben eine ganze Menge Plugins, die dazu von der Community, von der Bucket Community mitproduziert wurden. Weil einfach dieses Bucket nicht mehr downloadbar ist, weil er die Copyright-Rechte daran claimt, also für sich beansprucht. Und dieser jemand ist zufällig ein sogenannter Herr Wesley Wolfe, oder auch als Wolverness bekannt, wohl in den Kreisen. Sollte. Ja. Ja, Dennis, ich schick dir kurz was, dass du mal zeigen kannst, wer alles vom Bucket-Team jetzt weg ist, von denen, die da entwickelt haben und Team und Web und weitergemacht haben. Das ist ja richtig. Also wichtig ist auf jeden Fall, es sind dabei eine ganze Menge Leute deswegen gegangen, weil dieses, sag mal, Hintergefotze, so wie das Kind da gemacht hat, war wirklich nicht akzeptabel und die meisten sind deswegen enttäuscht gewesen und sind dann halt von der Community gegangen. Und eigentlich geht man auch davon aus, dass er gar keine Rechte daran hat, weil man muss doch eigentlich davon ausgehen, dass wenn man an einem Projekt mitarbeitet, welches Open Source ist, ja, wo auch dran steht, dass es unter gewissen Lizenzbestimmungen ist, die eigentlich Open Source beinhalten, dass man daran keinerlei Copyright-Rechte hat oder haben kann im Nachhinein. Sollte man meinen. Das sollte man zumindest meinen. Und das wird auch der Grund sein, warum Bucket, sage ich mal, zwar jetzt zwar noch ein extremen Chaos-Zustand ist und so weiter und auch keine neuen Versionen für die neuen Minecraft-Versionen rauskommt, die damit irgendwie funktionieren und sowas, aber naja, man muss ja gucken, was die Zukunft bringt. Es ist momentan alles sehr stark im Chaos und ich weiß nicht, habt ihr das eigentlich überhaupt mitgekriegt? Becky? Tobi? Was denn? Nö. Diese ganze Geschichte um Minecraft und den Bucket-Plugins, die sich da aufgebauscht hat? Also das mit den, dass man die Versionen nicht downloaden kann für die Server und so weiter, habe ich alles schon durch Felix mitbekommen. Auch die Plugins. Ja. Das schon, aber ich rede von Server. Du kannst keinen einzigen Server mehr runterladen. Ja, das habe ich schon mitbekommen durch Felix, als er gebrüllt hat. Ich habe fast geweint in dem Moment. War unüberhörbar. Hallo, schau mal, wer alles da von dem Bucket-Team weg ist. Das ist Luke B, M. Baxter, TNT, Evil Self, blablabla. Und so weiter. Ich habe ehrlich gesagt sein davon echt nichts mitbekommen, echt nicht, gar nichts. Ja, ich bin auch nur durch Zufall aufgeschossen, weil Felix sich darauf geschickt hat auf einmal. Ja, ja. Und, Alter, Dennis, weißt du, was das heißt, wenn Bucket down ist? Bitte? Weißt du, was das heißt, wenn Bucket down ist? Das ist einfach nur für mich ein Weltuntergang. Der Fall einer Welt für mich. Du weißt, dass ich durch mein... Nein, nicht ganz. Es, warte. Bevor das jetzt so groß, sag ich mal, ausführen möchte. Verschwörungstheorie ausatmet. Bucket ist ein Community-Projekt, das größte, bisher größte Community-Projekt, was irgendwie Server angeht von Minecraft-Servern mit Plugin-Integration. Aber es gibt ja noch andere. Zum Beispiel... Canary. Mittlerweile gibt es auch eins, das nennt sich Spygot oder Spygot oder so. Und das soll unter anderem auch sozusagen besser laufen als Bucket. Es ist nur halt nicht so bekannt. Und es gibt halt nur noch nicht so viele Plugins dafür. Dennis, mal ehrlich, für was programmierst du lieber? Für Spygot oder für Bucket? Das weiß ich noch nicht. Ich hab noch nie für Spygot programmiert. Ich weiß es nicht. Aber du hast es für Bucket auf ähnlichen Wege laufen. Nein, aber ich möchte mal ganz kurz dazu anmerken, bevor jetzt Leute meinen, dass Bucket wirklich komplett zerfällt. Einmal Dinnerbone, das ist Minecraft-Entwickler von Dingens, hat selber gesagt, dass er höchstpersönlich Bucket 2.1.8 updaten wird, egal was ist. Ja, das ist eine Aussage von ihm aus, aber unterstützen das die anderen? Ich glaube schon. Mhm. Oh, Jaded Cat hat hier auch was gepostet, das habe ich noch nicht gesehen, das ist von gestern. Jetzt will ich euch dann noch, also wir wissen jetzt, dass momentan alles noch ein bisschen chaotisch ist und wir nicht genau wissen,
wie das Ganze in Zukunft aussehen wird. Und sehr vieles fraglich ist und sehr vieles unbekannt. Was ist denn, was denkt ihr eigentlich über diese ganze Situation? Ist auch ein bisschen abschließend, weißt du? Packy? Die Sache ist ja die, dadurch jetzt, dass Microsoft ja alles übernommen hat und auch sozusagen da Bucket, oder? Bucket gehört auch zu Mojang, oder? Warte, ich sag's euch. Nein, nicht ganz. Doch, das ist ein Punkt. Nein, Mojang gehört zu Mojang. Nein, das ist falsch. Das kann ich sogar beweisen. Ich habe nämlich einen Post gefunden, da steht definitiv drin von einem Minecraft-Mitarbeiter oder ich glaube, das ist mit. Wer ist das hier? Bucket is not and will not be the official API, steht da, ja. Aber Ivesev hat gepostet, yes, Mojang. Nein! Nein! Das ist noch ein bisschen weiter unten. Der nennt sich Wubui und ist angeblich ein COO von Minecraft. Von Mojang. Selbst aus. Und er hat gesagt, COO von Mojang, ja genau. Und er hat gesagt, dass sie keinerlei Rechte an dem Code von Bucket haben. Das heißt, Bucket ist ein komplett Open Source Projekt und sie haben nicht vor, verstehst was falsch. Rechte zu... Die haben keinerlei Rechte an dem Code von Craft Bucket. Der Jar selber. Bucket selber. Aber die Webseite Bucket, die Leute, die das programmieren und so weiter, das gehört alles Mojang. Ja, das schon. Ja, so, das wird das nicht aber Bucket daran, gehört weil denen, ja. Stuff ist ja darüber gegangen. Craft Bucket nicht. Ah, okay. Craft Bucket heißt das Ding an sich selber. Die Webseite heißt Bucket. Und ja, okay. Viele nennen das auch Bucket. Wobei das Bucket nicht ganz stimmt, es gibt ja Craft Bucket zum Download und es gibt Bucket zum Download. Genau, und da liegt es. Bucket ist aber sehr, sehr alt und nicht mehr geupdatet. Okay, Packy, weiter von dem, was du sagen wolltest. Ja, wegen der Übernahme, ja. Weil Bucket ja wegen den Mitarbeitern. Denkt ihr, dass gewisse Sachen auf die aufgezwungen worden sind oder die irgendwas mitbekommen haben? Dass die eventuell gesagt haben, nee, wir treten jetzt hier zurück? Bei Minecraft, bei Mojang selber? Nee, dass die Bucket-Mitarbeiter irgendwas mitbekommen haben, weil es gibt ja immer diese, ich sag's mal, Gerüchte von den großen Firmen halt, wie auch über Facebook und so weiter. Und denkt ihr, das hat die ein bisschen abgeschreckt oder allgemein die Einstellung, wie Microsoft zu Minecraft damals hatte? Ihr wisst ja die Meinung von Microsoft zu Minecraft damals, dass die keine Zukunft... Die sehen ja, die haben damals gesagt, dass Minecraft keine Zukunft hat. Vergiss nicht, die haben einen neuen CEO. Ja, okay, jetzt. Microsoft hat einen neuen CEO. Es ist nicht mehr Bill Gates. Wie heißt der jetzt nochmal genau? Ich hab den Namen vergessen. Nicht Steve Ballmer. Nicht mehr. Ja, der auch nicht mehr. Wer ist das jetzt? Der war es wie vor kurzem. Jetzt ist das irgendein komischer Typ. Ich wette, der CEO davor hat sich da nur mal kurz reinwählen lassen. Ja, jetzt krieg ich viel Geld und tschüss. Ah, der nennt sich Satya Nadella. Genau, den meine ich. Den meinst du? Was ist denn mit dem? Nein, ich meinte nur, weil Packy meinte, Microsoft sieht keine Zukunft für Microsoft. Aber sie haben jetzt ihren neuen CEO und der kann eine ganz andere Meinung haben. Und ich glaube, der sieht schon eine Zukunft für Microsoft. Weil sonst hätten die es, wie gesagt, nicht für 2,5 Milliarden Euro gekauft. Und die werden auch einiges daran machen. Ja. Gut. Der Punkt ist doch, die sehen eine Zukunft an Minecraft, aber nicht an Mojang. Ja, das ist auch das. Das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Weil das Spiel Minecraft ist ja das, was letztlich so groß geworden ist, aufgrund, sag ich mal, der stetigen Erweiterung ja, und so okay, weiter. Ja, okay, schon, aber... Die brauchen aber natürlich das Studio mal Mojang, deswegen, weil die daran hauptsächlich arbeiten. Aber im Grunde können die auch sagen... Meinst du, die sehen keine Zukunft in Mojang im Generellen, aber in Mojang als Entwickler von Minecraft schon. Das möchte ich jetzt hier mal festgestellt haben. Genau. Ansonsten hätten die jetzt auch schon alle rausgeworfen. Ja, okay. Aber ja, ich kann verstehen, dass die keine Zukunft an Scrolls oder Cobalt sehen. Weil, mal ehrlich, Packy, hast du jemals ein Video von Scrolls oder Cobalt gesehen? Ich hab mir eins von den Spielen mal kurz reingezogen und das hat mich nicht angesprochen. Oh, du hast ja sogar ein Video davon, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo Packy, hallo. Was? Ein Spiel, ich spreche dich an. Ach so. Nein. Hallo Packy, ich bin Kobold. Ich spreche mich an.
Ich bin Kobalt. Okay. Ja, okay. Das macht mir so, ihr macht mir Angst, das wisst ihr schon. Klar, Papa. Okay. Ich muss gerade überlachen, Entschuldigung. Hashtag. Hashtag. Mal ganz kurz, das muss ich jetzt kurz fragen. Peggy, was heißt, woher kommt Hashtag? Es gab, warte, das hast du mir nochmal erzählt. Ich hab's dir schon fünfmal erzählt. Ich weiß, wegen dem Tag. Es gab ja diese Tags. Und die wurden ja damals durch hier diese Räuberleiter ja gemacht, richtig? Oder? Räuberleiter. Nein. Ja. Achso, du meinst das Nummerzeichen, okay, ja. Ja. Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Das Hashtag nennt sich normalerweise Raute. Ja, ja, nein, also das im Englischen Hash, also Gitter. Das Gitterzeichen hier, das Nummerzeichen halt. Hash. Und ja, wenn man es Tag, ein Tag ist immer ein. Und ein Tag ist immer ein einzelnes Wort, das du ein Video an den Text hängen kannst oder mehrere Wörter halt, das sind dann mehrere Tags. Mit dem du, was du halt dran heften kannst, dass wenn jemand nach dem sucht, dann weiß er, das ist das. Das hilft einfach nur zu suchen oder als was das gekennzeichnet ist einfach. Und nachdem man diese Tags auf Twitter mit einem Hash davor gekennzeichnet hat, hat man es Hashtag genannt. So, Peggy. Oh. Okay. Das habe ich jeden Tag mit Felix. Ich versuche dich zu bilden. Ja. Ich glaube, Peggy versucht gerade seinen Satz zu vervollständigen, aber du unterbrichst ihn jedes Mal. Das ist echt, Nee, ich hab keinen Hallo. Bock mehr. Okay, Dennis, wir schauen uns gleich den Game Talk an, live im Podcast, wie wenig ich rede. Oh man. Du redest gar nicht mal so wenig. Doch, in einem war ich die ganze Zeit still. Weil ihr, egal, das ihr ist habt dauerhaft Thema. Durchgeredet, so, also das Peggy, ist so wie ich jetzt. Peggy möchte nicht mehr reden, weil du ihn jetzt gerade unterbrochen hast, deswegen gehe ich jetzt einfach mal rüber zu Tobi. Wie findest, was möchtest du zu dieser ganzen Situation noch so relativ sagen, da? Aus deiner Sicht gesehen. Nö, was soll ich davon halten? Ich, ja, mir fällt gerade zuerst nichts ein, sorry, aber... Also gut, ja. Fragen wir erstmal, bist du ein Minecraft-Spieler, der gerne Minecraft spielt? Ja, schon, aber im Moment auch nicht mehr so viel wie früher. Also ich spiele eben häufig auf unserem Servern und sowas, also Minecraft und auf andere Servern auch. Aber jetzt im Moment jetzt auch nicht mehr so arg viel. Ja, ich habe früher auch wesentlich öfter gespielt, aber es gibt halt auch mal eine Zeit, wo man eine Auszeit hat. Ja. Und die ist schon mal jetzt mindestens über ein Jahr. Eine lange Auszeit. Lange Auszeit. Dennis, deine Auszeit beträgt jetzt schon eineinhalb Jahre vielleicht. Ja. Langt. Das hast du richtig erkannt, Felix. Felix, was möchtest du noch? Ah ne, du hast schon. Hast du? Ich habe mich nur über Peggy abgelassen. Ja, das habe ich gemerkt. Du bist ein Arschloch, das weißt du. Nein, was heißt abgelassen? Ich habe ihn nur erklären lassen, was Hashtag heißt. Wieder mal. Weil mich das zum Beispiel aufregt, wenn Peggy wieder meint, dass er voll hip und cool ist, weil er wieder voll laut in Teams gerade schreit. Jololololololololo. Alter, Felix, das geht Hashtag, nicht hin. Hashtag ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. True Story. Hashtag das ist, True Story oder was? Es ist doch nicht böse gemeint. Ich hab nichts gegen Peggy. Nein, Peggy ist okay. Noch. Und ordentlich. Noch? Was? Oh nee. Wer hat dir gerade noch gesagt? Peggy. Ja. So, Peggy, möchtest du vielleicht jetzt noch ganz kurz irgendwas sagen, ohne dass Felix irgendwas dazwischen sagt? Bezüglich der Themen allgemein? Naja, es gab doch irgendwie Gerüchte, oder habt ihr das, glaube ich, gesagt, dass irgendwie ihr euch wünschen würdet, dass Microsoft so einen Grafikschub geben würde, Minecraft 2.0 oder sowas, oder? Habt ihr auch mal erzählt? Dass Microsoft das jetzt bewilligen könnte. Dennis redet ihn doch nicht rein. Nee, ich helfe ihm dann nur ein bisschen auf die Sprünge, ich rede dann nicht komplett so daneben her wie du. Voll geil. So C++ passieren, das Minecraft ist ja eine Entwicklersprache von Microsoft. Meint ihr wirklich, das wird passieren? Nein. Es könnte sein, dass sie ein krasses Update raushauen, was ich immer noch hoffe, dass ein riesiges Multiplayer-Update erscheinen würde. Ihr habt ja die ganzen Sachen erzählt wegen Jump-Pads und so weiter. Ich würde mir sowas ähnliches in mehr PvP wünschen, so richtig Hardcore. So wie, wie heißt der eine Server, auf dem du spielst? Dieser eine hier, Skyrim-mäßige. Windcraft. Genau, das allgemein so...
die ganzen Sachen noch hinzugefügt werden. Ja, Felix, ich weiß, man kann mit einem Schild, mit einem hier Schwert blocken, aber irgendwie so Schilder oder zwei Schwerter auf einmal. Mods? Ja, Mods. Aber es könnte auch von Dings hier alles aufgebaut werden. Das wäre auch doch mal interessant. Hm, okay. Ja, ja. Ja. Das wäre auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, dafür waren ja ursprünglich die Plugins und so weiter zuständig. Und ich weiß nicht, ob sie da so drauf aufsteigen werden. Kennt ihr noch das Spiel Cube World oder was? Jo. Das war ja auch so eine Art RPG-Verschnitt von Minecraft. Zwar nicht der Klasse, Kanon, das Spiel. Aber es hat eigentlich ganz nette Elemente gehabt, finde ich. Wenn man das jetzt so ein bisschen, sage ich mal, auch in Minecraft hinzugetan hätte, wäre das also richtig, bestimmt richtig geil geworden. Ja. Ich kurz zu jetzt Cube, muss man sich hier aushelfen. Cube World sagen. Was die Entwickler sind die übelsten Arschlöcher. Die haben sich sowas von hypen lassen. Haben das ganze Geld eingesackt und danach keine weitere Version mehr rausgebracht. Ich habe gehört, dass es sogar eine Version gibt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Über Hypes kann man ja vielleicht mal in einem anderen Podcast reden. Also ich denke, wir sind jetzt doch am Ende angelangt und eigentlich haben wir jetzt auch schon eine Viertelstunde mehr, als ich geplant hatte, darüber geredet, weil gewisse Personen immer mal Hey, was soll das jetzt heißen? Du hast dich am Anfang darüber beschwert, dass ich zu wenig rede. Nein. Und mit diesen Worten sage ich jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr alle schön mitgemacht habt und ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, dass wir uns auch noch im nächsten Podcast sehen werden mit anderen Themen, die vielleicht auch noch recht interessant sind und euch noch mehr ansprechen werden, als wir jetzt sowieso schon haben. Ich will noch Ich bedanke mich bei dir, Packy, für deine Anwesenheit. Danke. Für deine, ich sag mal, Meinung. Ich konnte auch nicht viel mitsprechen, aber okay, danke. Ich bedanke mich bei dir, Tobi, für deine Meinung zu dieser ganzen Situation. Aber wenn ich nichts gesagt habe, ja, ich recht. Ah, du hast schon genug gesagt. Ja, voll viel. Dafür, dass du eigentlich ursprünglich gar nicht dabei sein wolltest. Ja, vielleicht ist ja das nächste Mal was für dich dabei. Und ich bedanke mich bei dir, Felix, für deine Expertise in Sachen Minecraft. Danke für deine außergewöhnlichen und aussagekräftigen und sehr ausschweifenden Erklärungen zu diesem Thema. Aber ich möchte jetzt auch noch kurz das einwerfen, das ist, als Podcast haben wir uns keine Regeln zu halten. Wir können auch gerne mal überziehen, das gehört dazu. Ein bisschen ausdiskutieren, Dennis. Ja, ist ja richtig. Aber du brichst ab. Ist nur, dass ein gewisser jemand hier und ein gewisser anderer jemand und ein dritter, der nicht hier anwesend ist, unsere Anwesenheit erfordert und die anderen beiden müde sind. Also ich denke, es ist schon ganz gut. Ich bin noch nicht müde. Okay. Ich bin doch ganz total wach. Nein, ich rede eigentlich davon nur, dass wir es unseren lieben Leuten nicht zumuten können, ausgerechnet stundenlang über ein Thema zu reden, ohne wirklich voranzukommen. Nein, also ich muss jetzt sagen, ich glaube nicht, dass man untergehen wird oder so. Ich finde es zwar mit Craft Bucket scheiße, aber da wird sich eine Lösung finden. A, ein Ersatz. B, Microsoft macht irgendwas weiteres. Und Mojang wird existieren. Ich denke auch, Mojang wird noch existieren, solange Minecraft existiert. Und Minecraft wird so lange existieren, wie Microsoft denkt, dass sie dadurch noch Geld kriegen können. Und solange, sagen wir mal, mit den neuen mit den Konsolen und so weiter, ne, das Ganze funktioniert, können wir davon ausgehen, dass es sich eben dann doch noch so weit erhalten bleibt. Aber gut. Dennis, fehlen die Worte. Es freut mich darüber, dass wir darüber reden konnten und vielleicht können wir das auch irgendwann mal weiter vertiefen. Wie gesagt, es ist ein Podcast, es kann über alles geredet werden. Eine Frage an dich. Okay, frag mal. Ich wollte die Frage stellen an dich, Dennis. Wenn Minecraft nicht mehr berühmt ist jetzt dann und es keiner mehr kauft, was glaubst du macht Microsoft mit Mojang? Abstoßen, abwerfen. Für andere Projekte nutzen? Könnte auch sein. Minecraft 2.0 in die Löcher. Ja, ein Startloch bringen. Wer weiß, es sind ja im Grunde Java-Experten. Ja. Das heißt, sie könnten auch Smartphone-Apps und so weiter machen. Das läuft aber nicht nur alles auf Java. Naja, solange es auf alles läuft. Egal. Java läuft ja im Grunde auf fast alles. Aber gut. Ja, sogar auf Blu-ray Player. Ich rede nicht von der PlayStation. Ein Dankeschön habe ich ja schon rausgehauen, ne?
Ja. Gut. Und damit wünsche ich euch allen noch eine gute Nacht. Es ist schon spät, wenn ich das aufnehme. Gute Nacht, guten Morgen, guten Abend. Guten Mittag. Abend, aber einen schönen Abend noch und ich würde einfach mal sagen, over and out. Dann ist es raus. Bis zum nächsten Mal, weil Käse gibt's immer in der Mikrowelle und hier und da und überall. Und wenn ihr noch Käse haben wollt, auf zu. Backofen, Schmelzkäse, Dennis. Ganz bei Dennis. Ofenkäse. Schmelzkäse. Keep calm und Schmelzkäse. Du bist so ein Hundling, ne? Das ist doch wahr. Jetzt tut der Schmelzkäse, tut now. Butterkäse down. Butter-Schmelzkäse down. Get to the Schmelzkäse. Our pack is a danger. Our pack is a danger. Show that Schmelzkäse now. Burn, baby, burn. Burn. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal das Packy. Fällt in Kategorie Outtake. Ich möchte jetzt nochmal eine Bitte an Packy aussprechen. Können Sie denn bitte einmal Jololololo sagen? Jololololo. So, und jetzt wer sagt, ich möchte jetzt mal eine Abstimmung, Dennis, bei dir in den Kommentaren haben. Ob das Jololololo von Packy hip ist oder nicht so hip. Oder das, oder welches Jololololo, das von Dennis oder von Packy hipper ist. Weil es sind beides Hip-Hop und Rapper. Ich kann Hashtaggen, Tag-Action. Kann ich erst Tag hinschreiben, dahinter ein Hashtag. Ich kann dich bannen, denn das ist wie fest damit. Das ist doch schon. Okay, wir sind fertig. Nein. Okay, noch gut. Damit stoppe ich jetzt die Aufnahme in... Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. So. Tschüss. Ebenso.